Willkommen zur nächsten Folge von Feed the Beast Continuum. Ja, letzte Folge haben wir ja diesen ganzen Kram hingebaut, der scheint auch soweit zu funktionieren. Nur wird mir jetzt gesagt, dass diese Rohre gar nicht zum Transportieren von Flüssigkeiten gedacht sind. Ha, wer hätte es gedacht? Das überrascht mich wieder total, dass diese Mods überhaupt irgendwas hat, was irgendwie funktioniert. Keine Ahnung. Heißt, die müssen jetzt weg, weil die nicht funktionieren. Macht natürlich das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger, aber wir haben ja noch zum Beispiel, ich glaube, es gibt auch Fluiducts, glaube ich, ne? Gibt es die auch noch hier? Fluiducts? Gibt es sowas? Geerdete Fluiducts? Energieplattierte Fluiducts? Superfluiducts? Gibt es auch normale Fluiducts? Gut, die sehen ja auf den ersten Blick erstmal recht einfach aus, ne? Die sind auch von Thermal Dynamics, okay. Von Thermal... Ach, guck an, hier haben wir ganz viel davon. So. Gibt es eigentlich auch normale von? Vakuum, Item Duct, dichtes Item Duct, Energie Duct, Impuls Duct, Item Duct. Wo sind sie denn hier? Fluid Duct, Resonant Duct. Okay, also jetzt haben wir nur die Fluid Ducts. Durchsichtig, undurchsichtig, das ist, glaube ich, erstmal herzlich egal. Ich glaube, undurchsichtig bringt halt den Vorteil, dass man quasi die Flüssigkeit nicht rendert, also ein bisschen mehr Leistung. Hört sich ja jetzt erstmal auf den ersten Blick ganz nett an. Ach, warte, ich habe doch wieder bestimmt was übersehen, ne? Bestimmt, und zwar gehärtetes Glas. Ha! Alles klar. Signalium. Induktionsschmelzerei. Ha! Können wir also knicken, die Geschichte. Das heißt, das geht auch wieder nicht. Da haben wir nicht die Geräte für. Das heißt, wir müssen dann doch wieder zu unseren lieben, gewonnenen Transfer-Nodies gehen. Und zwar haben wir noch einen da. Irgendwo. Nö. Gut, das heißt, wir brauchen erstmal wieder den hier. Ach du heilige Scheiße, was ist der denn? Hab ich da noch was? Ich hab da... Oh, lol. Ich hab das so alles noch da. What the fuck? Was ist los? Ne, komische Röhre noch. Lol, ich hab alles auf Lager. Hilfe. Außer die zwei Eimer, das ist wieder klar, ne? Teure Sachen wie Eimer habe ich natürlich nicht auf Lager, ne? Würde mich auch wundern, ne? Ach ja. Muss ich ja doch hier an dem Gerät machen. Eieiei, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, auch noch so lahmarschig. Oh, komm schon. Gottes Willen, Alter, das ist doch, weißt du, hier geht alles so super schnell, aber dieses Ding ist so lahmarschig. Und ich meine, da hängen ja schon die maximale Anzahl an Gearboxen dran. Mehr Gearbox geht ja nicht. Das ist ja traurig, ne? Heieieiei. Das ist so nervig. Und ja, wo ich gerade bei nervig rede, zu dem Thema Video hier. Dieses Video, das kommt ja jetzt so, wie es normalerweise auch kommt. Ich denke, 13, 14, 15 Uhr irgendwo. Allerdings bin ich nicht zu Hause, denn ich habe ja ab heute Ausbildung. Sprich, ich weiß nicht, ob die Videos jetzt jeden Tag noch pünktlich kommen werden, so wie es gewohnt ist. Eventuell fallen die auch mal aus. Oder es kommt stattdessen einfach nur ein Stream. Wie das sich genau ereignen wird, kann ich jetzt so pauschal nicht versprechen. Allerdings kann es halt, wie gesagt, sein, dass es mal sich verschiebt. Und das ist aber auch nicht richtig. Warum? Wieso? Komm schon. Oder braucht er vielleicht einen leeren Eimer da hinten dran? Irgendwo einen leeren Eimer hier rein? Nö. Okay, das Gerät will also scheinbar nicht funktionieren. Okay, finde ich jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht nice. Und hier kommt auch noch nichts raus. Warum kommt dann da nichts raus? Das ist doch irgendwie auch falsch. Also irgendwie blicke ich bei dieser Mod noch nicht so ganz durch. Überhaupt nicht. Wo ist dieses komische schlaue Buch? Habe ich doch was übersehen. Simple-Maschinen zur Verarbeitung. Tief- und Reflexions, Motorboot. Ja, das haben wir ja schon. Das ist ein Mobile All-in-Power Solution. The Gasoline Fuel Engine generates produce up to. Ja, schön. Ja, das ist natürlich Powering Wiring, Basic Wiring Generation. Ja, das ist jetzt erstmal ein bisschen blöd, ne? Gut, da Tools, Jerrycan, Chemical Thrower, Capacity, Railgun. Das ist jetzt erstmal ein bisschen blöd. Weil scheinbar es doch nicht funktioniert, keine Ahnung. Was ist jetzt los? Läuft nicht so ganz rund, die Maschine, ne?
Kann sein, ne? Also wenn da nicht genug Strom hier auf der Leitung drauf oder irgendwas anderes ist kaputt, weil ich meine, hier kommt auch kein Öl rein. Das ist egal. Wir lassen den ganzen Kram einfach mal stehen, gucken, ob da sich irgendwie was mitgeben lässt. Sonst ignorieren wir einfach den ganzen Kram da hinten. Ich meine, brauchen wir jetzt auch nicht so zwangsläufig. Das ist ja das Schöne. Das ist ja eher eine freiwillige Angelegenheit hier, alle Sachen zu machen. Wir packen erstmal den ganzen Kram hier weg, der irgendwie mal da rumlag hier. Die komischen Öleimer können wir erstmal hier zwischenparken. Ah ne, warte, noch eine neue Kiste immer, ne? Für Flüssigkeiten aller Art. Büchse Rohöl. So, genau. Wo habe ich jetzt das Questbuch hingetan? Nicht gut. Wo habe ich das Questbuch hingetan? Wo habe ich das Questbuch hingetan? Das kann doch jetzt nicht weg sein. Habe ich jetzt ernsthaft das Questbuch verkackt? Wo ist das denn bitte jetzt hin? Habe ich es unten rausgeworfen? Oder habe ich das hier reingetan? Ich habe das hier reingetan. Ja, und schon wieder direkt. Geil. Ja, was kann man damit anfangen mit den Teilen? Ein Core-Sampler. Kann man die irgendwo hinstellen? Sehen die schön aus? Dann kann ich es mit anfangen. Ja, super. Dann, Recycler, it's your turn. Please recycle this crap for me. Zack. Zack, recycle. So, oh, der ist aber richtig Gas hier, haben wir gegeben. Das ist ja schön. Hier ist nicht alles voll, aber auf dem besten Weg dahin. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Cobblestone dabei. Gucken wir an. Ab ins Kistchen. So, lassen wir mal machen, das Gerät. Die Teile waren auch wieder komplett voll mit Teerölscheiße hier. Die braucht kein Mensch braucht, weil viel zu viel. Aber wir brauchen natürlich noch neue Kanisterchen dafür. Das heißt, wir werden mal wieder uns hier einen Jahresvorrat an Kanistern bauen. Oder an Büchsen, so heißen die Dinger. Ich glaube, 60 Stück von Anfang an dürfen reichen. Pro Teil, das heißt, ja, Stahlproduktion ist auch erstmal gesichert. Ja, viel Spaß beim Weiterlaufen. Wie? Hä? Ach, der war schon ganz voll. Ha, auch gut. Ja gut, hier ist eh nichts mehr drin, das trifft sich auch ganz praktisch, ne? Stahlbarren, tun wir auch mal hier rein. Wir haben ja auch sagen lassen, dass tatsächlich die Geräte gar nicht mal so krass sind von Immersive, dass die irgendwie stromtechnisch nicht mal so reinhauen, wie man denken würde, dass sie würden reinhauen. Gut, wir brauchen noch mehr Ruby Dust. Hat man nicht schon Ruby Dust hergestellt irgendwo? Dann kann man da mal wieder ein bisschen mehr Strom reinpumpen lassen. Und uns dafür, ja, das nächste Jetpack zusammenbauen. Oder halt, je nachdem, was wir da so haben, auch, die nächste Stufe der, Verdammnis. Nein, die nächste Stufe des Stromverbrauchens. Ich glaube, das ist eher die Energieaufnahme hier. Das ist erstmal egal. Ach, guck an. Das Ding ist komplett leer. Aha, das heißt, wir haben hier einen höheren Stromverbrauch, als wir irgendwie eingeben. Sprich, sprich, die ganze Scheiße hier hinten erstmal abklemmen. Die verbraucht scheinbar Strom, der irgendwie halt da ist, aber halt nicht auftaucht. Das heißt, ja, ein Strom, den man quasi da hat, aber man sieht ihn nicht. Das ist also schon mal nicht, was wir brauchen. Das heißt, das kann weg. Wobei, könnte es auch der da oben sein. Gut, es lädt sich natürlich auf, das ist klar. Dann wird es da oben gewesen sein. Empty Cell. Ich möchte eine Cell mit Zinn. Okay, das heißt auch noch, haben wir auch noch Zellen irgendwo hier liegen? Zellen, Zellen. Hatte ich doch irgendwo noch leere hier. Komm mal hier. Zack, neue Zellen rein. Perfekt. Wollen wir mal die hier drin liegen? Bester Ort zum Zellen auch bewahren, ne? So. 14, 15. Lol, wieso sind die so immer so schnell? Ach, das ist nur Ruby. Ach so, ja, Ruby ist billiger. Aha, lol. Ach so, okay. Lassen wir mal laufen. Ditte kommt hier erstmal rein. Brauchen wir erstmal nicht. Und dann werfen wir mal einen Blick in das schicke Questbuch und gucken, was wir machen müssen. Mit dem Questbuch. Ja, hier noch ein paar Maschinen bauen, die nerven mich aber so sehr. Ja, gut, ist auch nicht besser, was hier so sehen ist, aber. Ja. Power Upgrade, RF Control. Da brauchen wir, glaube ich, Titane. RF, oder kommen wir bei HE Fabrication. So. RF Control, da brauchen wir Zeug für, das ist gar nicht mehr so teuer. Aber der Kollege hier mit Titan, das ist sehr teuer. Aber das ist ja eigentlich auch schon da, oder nicht? Wir haben doch hier, ja gut, haben wir nicht, aber haben wir? Haben wir? Haben wir nicht? Haben wir? Haben wir? Haben wir nicht? Haben wir nicht. Gut, dann stellen wir mal her, wenn wir nicht haben, ne? Und nervt es jetzt wieder ein bisschen das Gerät? Ja, es nervt ein bisschen sehr viel. Gold Cable. Wie mache ich denn Gold Cable? Das würde mich interessieren. Gold Cable. Achso, in dem Stanzer. Gut, dann, was habe ich denn jetzt da irgendwo? Nein, das war Kupferkabel, okay. Dann gebe mir mal das Stanzgerät hier für das Wire. Und dann, wiren wir mal hier so ein bisschen, ne? Machen wir mal hier ein bisschen Wire.
So, ja, du brätst eh nichts, weil nichts drin, ne? Du machst mir hier jetzt schönes Gold Cable statt Copper Wire, warum auch immer, ne? So, und du bist noch voll. Machst mir jetzt mal das da. Da ist nichts mehr drin, das ist gut. Das reicht mir jetzt aber auch schon wieder hier. Das wird sofort gepresst. Gibt's auch einen Strich von? Lol. Refined Iron gibt's auch als Strich. Als Cable. Lol. HV-Kabel. Ach nö, ernsthaft? So werden die gemacht? Die waren mal aus Glasfaser gemacht, Alter. Shit. Alter, das ist ja richtig toll geworden hier. Weil ich weiß, ich brauche das auch für irgendwas. Von daher kann man es schon mal insulaten. Dann haben wir das auch schon mal da. Macht ja nichts. So, guck mal, schon High-Voltage-Ding habe ich da auch noch irgendwo liegen. Und so ein billiges habe ich auch noch hier, ne? Ja, perfekt. So, noch ein paar Plättchen hier, ne? Von so voll brachial, ne? Klong, zack, Platz ist da. So, dann gib mir schon mal das RF-Gerät. Müsst ihr jetzt schon sagen? Ne, genau, RF haben wir schon da. Jetzt halt die Frage mit dem Titan. Haben wir halt nur zwei von und halt ein Small Pile of Titan. Das heißt, wir haben jetzt da sehr wenig von. Jetzt ist die Frage, ob wir das leicht mehr rausbekommen oder ob das noch ein bisschen dauert. Keine Ahnung. Den Kasten stelle ich erstmal irgendwo hin, weil ich nicht weiß, ob der irgendwo stehen muss oder nicht soll oder wie auch immer. Mal gucken, keine Ahnung. Kann ich jetzt so genau nicht sagen. Ich kenne mich damit nicht aus mit dieser Mod. Auch noch nie vorher davon gehört, aber ja, was willst du machen? Und das Ding ist dauerhaft, wie kann das Ding dauerhaft leer sein? Was nimmt denn hier so viel Strom raus? Achso, alle Generator sind leer oder wie? Alle Generator sind leer. Gut, dass dann der Strom nicht vorwärts kommt, das ist klar. Wenn hier auf allen Leitungen tot ist und nur diese Windräder oben mitreden, das ist klar. Dann ist da wohl ein bisschen wenig Strom in der Leitung drin, ne? Na, jetzt haben wir schon 140er Dauerstrom. 180er Dauerstrom. Ja, fast. So, hier haben wir jetzt nochmal Chrome Dust. Der kann jetzt schon mal in den Hochofen rein. Haben wir schon mal die Chrome-Dinger fertig für unsere Jetpack-Erweiterung. Nö, auch so eine wunderbare Geschichte. Das ist halt die Frage mit dem Titan, ob wir das da reintun wollen. Das ist mir an sich ja erstmal jetzt egal. Das brauchen wir ja gar nicht, das Ding. Haben wir jetzt alles da, was wir brauchen. Das hier ist Alu. Aluhütchen kann rein. Wir brauchen halt das Bauxit. Das ist halt das teure Zeug. Was auch ordentlich Strom frisst. Warum ist der jetzt leer? Das kann doch jetzt irgendwie auch nicht sein. Wieso ist der jetzt leer? Jetzt, wo Strom da ist, ist er leer, oder wie? Hä? Hä? Was zur Hölle? Egal. Lassen wir mal einfach so stehen. Vielleicht hat das ja recht, ich weiß es nicht. Wir beschäftigen uns mal hiermit. Wir holen uns mal wieder tonnenweise Scrap rein. Und gucken, was wir da so Wertvolles rausbekommen. Sollte da irgendwie was Wertvolles rauszubekommen sein. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Machen wir mal uns ordentlich Ladung. Wir haben schon mal mehr davon. Hui, guck mal, wir haben mehr pro Runde hier, ne? Pro Scrap-Runde eins mehr. Ja, machen wir da ein bisschen Scrap-Kissen-Opening. Ich habe Glas gesehen, Blumen, also alles Mögliche. Jetzt platzt es hier nur aus uns raus. Der denkbar dümmste Ort, um das zu machen, aber was willst du machen, ne? So, wir haben Äpfelchen. Wir haben hier. Was haben wir denn hier? Almandine, das? Was ist das denn? Okay. Wo kommt man das denn her? Hä, das da. Almandine, das bekommen wir aus. Red Garnet. Ach du Scheiße. Irgendwas Exklusives. Das ist auch noch das Exklusive. Ist auch noch was Exklusives. Das ist weniger exklusiv. Ja gut, Saphir darf auch noch mit. Ja gut, die Platten waren ja eh von uns. Die gehören ja hier irgendwo in eine Kiste rein, ne? So, Blümchen. Haben wir Blümchen dabei. Blümchen, Bäumchen, Blättchen, Blümchen. Fleisch. Ganz klar die Kategorie hier. Äpfelchen in die Kiste hier vorne, ne? Der Rest kann eigentlich direkt ja so weg, ne? Ganz ehrlich, das brauchst du alles nicht, ne? Wobei der Farbstoff, den kann man vielleicht verwahren. Irgendwo hin, weil wer weiß, wofür man ihn braucht, ne? Pyrite, Helgoner Farbstoff, Clay Dust, oh Gott. Komm, der Rest kann einfach so wieder weg, das brauchen wir alles nicht. Kann alles so wieder verarbeitet werden hier in neues Zeug. Erde kann weg, Holz kann weg, 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 Zucker kann weg, Sand kann weg, der Kopf kann bleiben. Schwefel kann bleiben, wobei kann weg, Eisenklumpen weg, das er weg, Sand kann weg, Teppich kann weg, Charcoal Dust kann weg, Güterlore brauchen wir auch nicht, ja komm, Buch kann weg, Clay Dust, Pyrite Dust, Pilzblock kann weg, das kann alles weg. Den Kollegen hängen wir hier irgendwo auf. Den Rest sammeln wir jetzt wieder ein und gucken dann, ob wir den verwenden können für irgendwas. Irgendwas Sinnvolles bei rumkommt.
zum Beispiel Gemüse, Schleimblöcke, Tropenholz, ne, was, auf jeden Fall, ja, hier oben, Iridium Nugget, ganz wichtig, das kann raus, pulverisiertes Platin, hallo bitte, das kann auch raus, Galena, groß, Alter, was sind das für Sachen, ey, nie gehört in meinem Leben. So, ja, das Fleischige kann auch hier rein, hätten wir Platz dafür, sonst kommt einfach in die Küche, ne, Küche hat auch Platz dafür. Einfach hier rein, das Essen, ne, zack, und was heißt das noch hier? Rubber, wofür brauche ich Rubber? Okay, scheint wichtig zu sein, packen wir mal irgendwo ein, für den Fall der Fälle, der Rest kann aber auch wieder weg, oder? Ja, der Rest kann auch wieder weg, der braucht auch keiner, wieder ungesehen hier ins Kistchen rein und dann, ja, wäre das auch schon von gewesen, von heute. Warum kommt jetzt hier gar kein Strom mehr rein? Hä? Hab ich's kaputt gemacht, ne? Wie läuft der Strom jetzt noch im Kreis oder was? Weil hier geht doch überall, wo geht der Strom hin? Ich meine die Maschine, aber wenn die sich bewegt und was dann, wo geht der Strom hin? Warum ist hier kein Strom mehr? Geht gar kein Strom mehr raus. Na, interessant. Werden wir nächste Folge rausfinden. Achso, da hinten, der Kollege ist am Brennen. Ja, gut, wenn das dann, ja. Gut, der zieht Strom ohne Ende. Gut, dann ist der hier schuld. Dann, ja, lassen wir mal ein bisschen arbeiten. Würde ich sagen, das war's von der Folge heute. Wir sind dann morgen wieder oder später noch im Stream, wenn einer kommt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange ich heute weg bin. Von daher, naja, haut rein. Euch noch einen schönen Tag und ciao.